Herzlich willkommen zu Otto Stadtsichten. Ich weiß nicht mehr, die wievielte Folge, aber was ich weiß, Herr Banderau, wir haben hier die allererste Folge, hier im Katharinenturm gedreht. Und damals sind wir noch über Zementsäcke gestiegen. Ganz genau, Herr Schmidt. Können Sie sich erinnern? Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Wir waren hier auf einer Baustelle und das ist natürlich beeindruckend, wie es geworden ist. Sie sehen es hier, es ist wohnlicher, lebendiger geworden und der Katharinenturm ist auf jeden Fall jetzt ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Sicher. Ich kann mich erinnern, wir haben hier an dieser Stelle darüber diskutiert, wie der Turm mal von außen aussieht. Und da ging es um 30.000 LED-Leuchten, die wechseln und ähnliches. Waren Sie schon mal nachts hier? Haben Sie das gesehen? Ja, ja. Und ich konnte mir das damals nicht vorstellen. Da habe ich gedacht, naja gut, 30.000 LED-Leuchten, wer weiß, was die sich da ausgedacht haben. Aber wenn man das jetzt sieht, wenn man nachts hier mal lang geht, das ist tatsächlich... Und das Besondere daran ist, von innen sehen Sie das gar nicht. Also nur von außen. Ja, die Leute, die hier drinnen sind, also ich war nachts auch mal hier drinnen. Ach, Sie sind nachts hier? Ja, ab und zu. Es ist manchmal hier Ottos Wohnzimmer und es ist irgendwie mit Otto schon verbunden. Und da, deshalb war ich auch mal nachts hier. Ich habe nicht hier übernachtet, aber nachts war ich schon mal hier drinnen und sieht man gar nichts. Also man merkt gar nicht, dass draußen diese schöne LED-Beleuchtung im Gange ist. Ja, und ich habe gedacht, dass man hier schlecht schläft, weil das... Nee, das in Magdeburg schläft man immer gut. In vergangenen Wochen waren über 3.500 Choristen hier in Magdeburg. Alle haben gesagt, in Magdeburg schläft man hervorragend. Es war eine ganz tolle Stimmung hier in Magdeburg. Dieser Chorfestival, diese Grand Prix der Nationen, das war unglaublich schön, eine schöne Atmosphäre. Waren Sie zu einem Konzert? Ja und nein. Also ich gehe ja zu vielen Konzerten und ich manchmal schneide ich nur so rein. Ich meinte jetzt so richtig bei offiziell beim Chorwettbewerb. Nein, ich habe das eine oder andere gehört. Ich habe das eine oder andere sogar auf der Straße gehört. Das wundert mich aber, Herr Schmidt. Ja. Sie gerade der Kulturjournalist schlecht hier in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt. Gut, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, schlechthin. Schlechthin. Nein. Nein. Der Kulturjournalist, Sie waren so kein Chorwettbewerb? Das wundert mich. Doch, doch. Ich habe das eine oder andere gehört, aber ich habe das nicht geschafft, ein komplettes Konzert mir anzuhören. Ich habe aber erlebt, dass man sogar auf der Straße gesungen hat. Absolut. Jeden Tag und es war eine tolle Stimmung. Ja. Die viele junge Leute, die hier durch die Stadt gegangen sind, die neugierig auf Magdeburg gewesen sind, die sehr mit offenen Armen auch empfangen worden sind, haben sie auch alle gesagt. Und die kommen auf jeden Fall wieder und die waren begeistert von Magdeburg, von der Weltoffenheit, von der Kulturlandschaft hier in Magdeburg und auch von den Denkmälern, die wir hier haben, also von dem Dom, von dem Kloster und auch Kulturhistorischen Museum, also überall, wo sie waren. Waren auch tolle Konzerte, sehr gut. Selbst Sie haben ein Denkmal entdeckt, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich habe es nebenbei, ich fahre jeden Tag da vorbei, aber ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Da ist in der Dantstraße ein Immermann-Denkmal und das habe ich durch die Choristen, durch die Touristen, die da gewesen sind, nochmal neu entdeckt. Und da sieht man auch, dass die fremden Augen jemanden zwingen, doch anders zu schauen in der eigenen Stadt. Ja. Und man empfindet auch die Atmosphäre anders. Also mir ging das so, wenn man morgens oder vormittags über die Straßen gegangen ist und hat die jungen Leute gesehen, zum Teil mit Fahnen oder mit ihren T-Shirts. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja? Das ist die Lebendigkeit, die da rüberkommt. Es war auf jeden Fall toll. Eine sehr, sehr schöne Stimmung. Aber Sie sind nicht nur der Kulturjournalist in Sachsen-Anhalt, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsjournalist. Was macht die Wirtschaft, Herr Schmidt? Sehen Sie, so sehr ich mich immer über die Kultur freue, so wird man manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen depressiv, aber es ach, die Geschichte mit der Rote Laterne, ich glaube das nicht so richtig. Ich glaube das doch. Also Sachsen-Anhalt hat mit 0,4% Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr im Verhältnis zum bundesdeutschen Durchschnitt, ich glaube, der lag bei 1,6. Und aber auch zu den anderen ostdeutschen Bundesländern schon die Rote Laterne ganz zurecht. Und nicht die Stadt Magdeburg. Wir hier in Magdeburg sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Es gibt auch ein paar Regionen, die sehr gut aufgestellt sind. Aspekt hat ja gerade eine große Geschichte gemacht zum Salzlandkreis. Ja, Salzlandkreis. Habe ich gelesen. Ja, tolle Beilage. Ja, das war das
wo das auch die Internationalität gut klappt. Ja gut, aber Magdeburg ist auch sehr, sehr international. Das können Sie nicht bestreiten. Nein, das um Gottes Willen niemals. Wenn Sie jetzt gesehen haben, IKEA kommt nach Magdeburg und die gehen nicht überall hin, muss man dazu sagen. Das ist schon alles unter Dach und Fach. Und da werden wir schon dann viele neue Leute, die nach Magdeburg kommen, zum Einkaufen. Ja, wobei mich das ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Es ist eine unheimliche Begeisterung, dass endlich IKEA kommt. Also es ist so wie eine ganz besondere Einrichtung, die man einfach haben muss. Ich weiß gar nicht, es gibt ja auch eine Menge Leute, die haben einen recht kritischen Blick auf IKEA. Sicher. Aber trotzdem, es ist eine Bereicherung für die Einkaufswelt in Magdeburg. Deshalb sind viele junge Leute, die extra hingehen und wollen dort einkaufen und dadurch profitieren alle und nicht nur, auch die anderen Möbelhäuser profitieren dadurch, weil da gibt es auch einen Vergleich, da sieht auch man, welche Qualität die anderen Möbelhäuser anbieten und ich glaube, wir können uns schon sehen lassen. Also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber ich weiß, dass Magdeburg mit in Deutschland führend war, was die Verkaufsraumfläche an Möbelmärkten und an Baumärkten anbetrifft. Insofern weiß ich nicht, ob man unbedingt noch eins dazu braucht. Aber es ist auf jeden Fall, wenn die Leute sich darüber freuen, dann ist das okay. Ich freue mich auch, dass ich habe neulich gelesen, Schubert Helme einen neuen Windkanal da aufgebaut hat und ganze Forschung, Entwicklungsabteilung richtig in Magdeburg jetzt zu Hause ist. Mhm. Das ist, wenn man die Autobahn langfährt Richtung Magdeburg, die A2, dann sieht man auf der rechten Seite Richtung Magdeburg Zentrum diese großen Fertigungsstätten und da sind ja die Helme alle dran. Nebenbei gesagt, neuerdings auch, hat mich irgendjemand darauf hingewiesen, auch militärische Helme oder ein militärischer Helm, zumindest damit man auch mal auf die Geschichte von Schubert-Helme hinweist. Aber das ist ja nicht der Grund, weshalb wir jetzt auf Schubert-Helme gekommen sind, sondern das ist ja der neue Windkanal in Rothensee. Und das ist natürlich in der Tat ein wichtiges Ereignis, weil damit gleichzeitig auch Forschungskapazitäten, hatten Sie ja schon gesagt, Herr Wanderau, Forschungskapazitäten. Hören Sie nur einfach zu, was ich sage. Ja, ich höre sehr genau zu, was Sie sagen. Natürlich. Ja, aber ich lese auch ganz genau, was Sie schreiben, Herr Schmidt. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, ich war neulich bei Rocky Horror Show auf dem Domplatz. Und da musste ich feststellen, dass die Magenta sehr gut gespielt hat. Also ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie gesehen haben. Aber ich war zur Premiere. Ja. Also zu der Vorstellung, wo ich war, die war hervorragend, war klasse, große Klasse. Ich kann mich erinnern, Sie waren nicht so richtig überzeugt davon. Stimmt. Ich war nicht so richtig überzeugt. Mir fehlte die Magenta-Präsenz. Lucy als ehemaliges No Angels Girl entsprechend angekündigt, war natürlich für viele schon eine Attraktion, eine Erwartungshaltung auch. Ja. Aber man sollte sehr vorsichtig sein. Musical, tanzen, singen und alles, was dazu gehört. Schreien und Schauspielern, alles zusammen ist nicht ganz einfach. Aber um Sie zu beruhigen, es gab ja Ärger, es gab viel Ärger, weil ich doch eine leichte, ganz, ganz leichte Kritik an Lucy angebracht habe. Und ich habe die letzte Vorstellung jetzt vor einigen Tagen oder eine der letzten gesehen und da war sie tatsächlich gut. Also das kann ich nicht anders sagen. Vielleicht hat sie einfach an dem Tag mal ein bisschen Zeit gebraucht, noch um besser reinzukommen. Also ich nehme das damit zurück. Lucy, alle Lucy-Anhänger und alle No Angels-Anhänger mögen mir verzeihen. Es ist auch eine Tagesform letztendlich. Und natürlich. An dem Tag, wo ich da war, sie war sehr gut. Was halten Sie von dieser Domplatz-Diskussion? Musical auf dem Domplatz oder nicht auf dem Domplatz, was halten Sie selber davon? Der Domplatz war schon immer Mittelpunkt der Stadt, seit jeher. Und dort fand alles statt, was für die Stadt wichtig war. Und es gab auch Messen, es gab auch Rummel, alles dort. Und ich finde, alles, was auf dem Domplatz stattfindet, ist okay. Soll auch sein, alles, was die Stadt belebt, soll da stattfinden. Ich halte diese Diskussion einfach für unsinnig. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, durch die Theater-Musical-Vorstellung würde der Domplatz über Wochen eigentlich von seinem eigentlichen Zweck abgeschnitten. Ich halte das für
also marginal diese. In andere Städte gibt es letztendlich sowas Ähnliches auch. Richtig. Auch sogar in unserer Nachbarstadt Braunschweig ist über Wochen auf dem Domplatz dort auch eine Inszenierung zu sehen. Ja. Und die bauen auch viel größer und viel pompöser als wir hier in Magdeburg. Da ist natürlich auch nicht so groß der Domplatz, aber trotzdem ist es schon eine Attraktion, finde ich. Sicher. Man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel in Erfurt gibt es große Inszenierungen, Theaterinszenierungen auf der Freitreppe zum Erfurter Dom. Ja, mein Gott, in der Zeit kann man natürlich den Erfurter Dom auch nicht nutzen als kirchliche Einrichtung. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Toleranz an den Tag legen. Aber vielleicht darf ich noch einen Satz noch mal zurück zur Magenta. Ja. Die trägt ja zum Schluss. Ich merke, das pickt. Trägt sie ja einen Neoprenanzug und einen Helm. Ich weiß nicht, ob der Helm von Schubert ist, aber mir fällt in dem Zusammenhang eine Begebenheit ein. Vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder vielleicht ist es noch länger her, wurde hier in der Stadt, hat unser Oberbürgermeister Helme, Schubert-Helme, die mal von Michael Schumacher und anderen großen Rennfahrern getragen. Sie waren, na, ich weiß, wir haben uns ja da gesehen. Sie erinnern sich sicherlich, dass ich versucht habe, einen Schumacher-Helm aufzusetzen und daran schnellstens gehindert wurde, ja damit meine DNA nicht unter Umständen die DNA des Schubert-Helms, der ja noch versteigert werden sollte, verschmutzen würde. Ja. Das hat sich bei mir auch eingeprägt. Ja, aber die Helme haben uns sehr geholfen. Vor 2 Jahren war das, wo die Hochwasserkatastrophe in Magdeburg war. Und das war sehr großzügig von Michael Schumacher auch und von anderen Rennfahrern, die kostenfrei diese Helme zur Verfügung gestellt haben. Und die sind weltweit bei eBay versteigert worden. Und ich glaube, da sind ungefähr 25.000 Euro zusammengekommen. Ja, das ist eine enorme Summe. Und es wurde von Japan bis Südamerika geboten. Also es ist schon erstaunlich, was... Und zum Glück hatte ich den nicht auf. Ich habe es nicht geschafft. Ansonsten wäre vielleicht der Versteigerungserlös gesunken. Oder vielleicht noch. Oder vielleicht sogar gestiegen. Wer weiß. Was erwartet uns noch in diesem Sommer? Wir sind jetzt am 3. August, aber trotzdem, der Sommer ist noch lang. Was gibt es noch so als Freiluft... Veranstaltungen in Magdeburg? Naja, man muss erst mal sagen, alles, was an Freiluftveranstaltungen in den zurückliegenden Tagen war, ist ja ganz schön ins Wasser gefallen. Einige, nicht alle. Naja, nicht alle, aber ich sag mal, es hat doch die Stadt schon ganz schön getroffen, wenn ich dran denke, das Puppentheater, das Theater auf dem Domplatz, das Jahr Null im Möllenfugteigarten und andere, die abbrechen mussten oder nicht spielen konnten. Also das Wetter, fand ich, hat in diesem Jahr dem Kultur- und Theatervolk eigentlich ein bisschen entgegengespielt. Das war nicht ganz so, wie man sich das wünscht. Gut, aber trotzdem, die Inszenierungen waren schon sehr toll, fand ich. Und auch die Qualität, die man da geboten hat. Ja, vor allen Dingen auch die Menge, was alles in dieser Stadt passiert, was an welchen Stellen überall gespielt wurde. Das finde ich, das ist beeindruckend. Aber nicht zuletzt wollen wir auch Kulturhauptstadt Europas werden. Das ist richtig. Und deshalb wird auch weitergehen. Das Theater eröffnet demnächst mit einer spektakulären Premiere am 12. September. Ist das richtig? Sie wissen besser als ich. Ich weiß, dass am 6. September Tag der offenen Tür ist. Dann ist es der 12. Ich glaube, das ist eine Woche später. Am 6. September, Tag der offenen Tür, da gibt es ganz, ganz viel Aktionen für Jung und Alt und da wird viel geboten. Man wird auch neugierig machen auf das kommende Spielzeit. Und Maskenball ist die neue Inszenierung, was Karin Stone selber wieder inszeniert und sie ist ein Verdi-Fan, das weiß man auch. Also sie ist auch ein Mozart-Fan. Ja, aber ich glaube, sie ist ein Fan von vielen. Als Generalintendant sollte man schon sein. Ja, ja. Aber sie hat ein Faible dafür. Für Verdi hat sie auf jeden Fall und für die italienische Musik. Man hat auch La Bohème gesehen, das war großartig. Und ich glaube schon, dass auch in Maskenball was passieren wird. Die Leute müssen ganz schön ran, die proben ja im Moment. Mir ist das nur aufgefallen, ich habe an einer Kasse gestanden in einem Supermarkt und vor mir war ein junger Mann, ein dunkelhaariger junger Mann mit kurzen Hosen und der schwitzte, hatte 3 oder 4 Flaschen Wasser und stöhnte, dass er unheimlich schnell trinken müsse. Er konnte nämlich gar nicht warten bis zum Bezahlen, er musste schon vorher trinken. Und das war einer der Sänger. Der Sänger.
der Sänger, der Maskenball. Jetzt weiß ich schon wieder den Vornamen nicht, Abu Latze. Ja. Der ist ein Bariton, ne? Oder Tenor? Ich glaube, Bariton. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das jetzt haben sie mich auf, auf dem falschen Fuß erwischt. Schon wieder. Also schon doch, wieder, der Kulturjournalist schlechthin. Ja, jetzt sind sie der Wirtschaftsjournalist. Sie können immer tauschen. Also gut, ja, gut, dann kann ich ab und an mal springen. Ja. Mal hin und her springen. Das ja. Aber Sie haben ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte in diesem Sommer hinter sich, ne? Was wollen Sie jetzt? Zum Beispiel die Domfestspiele liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ja, das war schon ein großes Ereignis. Ja, das muss ich mal sagen. Waren tolle Künstler dabei. Ja, und Olivia Trummer zum Beispiel. Ja, und nicht nur, also die zwei Pianisten, die Stenzel-Brüder waren da und einige noch dazu. Also es waren Michael Schönheit, der Gewandhartsorganist. Ich hatte die Gelegenheit, mit den Eltern von Olivia Trummer, die Eltern kennenzulernen, die auch mit hier waren und die das erste Mal in Magdeburg waren und total begeistert. Die standen im Dom, im Innenhof und waren absolut begeistert, hatten das erste Mal Magdeburg gesehen und haben gesagt, sie sind der Meinung, daraus müsse man noch viel mehr machen. Wir sind auf dem Weg, Herr Schmidt, genau, das noch viel mehr daraus zu machen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Ja. Man muss peu à peu machen, aber ich glaube, mit der Domfestspiele hat sich alles gut entwickelt und wir sind auf einem guten Weg. Natürlich brauchen wir noch Zeit, braucht man noch Geld, man braucht noch Unterstützung, aber mit den wenigen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, glaube ich schon, dass wir einiges auf den Weg gestellt haben. Es ist auch viel Engagement dabei, viele Ehrenamtliche engagieren sich auch dafür und das ist toll für uns alle, für Magdeburg letztendlich. Deshalb haben wir auch eine Kampagne für Ehrenamt gestartet in diesem Jahr. Ja. Und, das ist ja auch nicht die erste. Nein, das ist nicht die erste. Aber es ist, wir wollten auch zeigen, wie viel Ehrenamt, wie viele Leute sich für ihre eigene Stadt engagieren. Sind natürlich beim Weiten nicht alle. Da sind noch viel Beispiele, die man nennen kann. Und es ist ein Nehmen und Geben. Auch die Wirtschaft steht dahinter und unterstützt viele Projekte, die sonst die Kommune, der Staat nicht mehr finanzieren kann. Und dieses Beispiel zwischen Nehmen und Geben, die Win-Win-Situation, wie man auf Neudeutsch sagt, wollten wir zeigen. Und ich glaube schon, dass die Resonanz sehr gut ist und ist auch ein bisschen Anerkennung für die Ehrenamtlichen, die ihre Familie, ihre Freizeit opfern, einfach, dass Magdeburg sich gut entwickeln kann. Und ich denke, vieles würde nicht passieren, wenn es die Ehrenamtlichen nicht gäbe. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie stark die Motivation ist. Jetzt war das zum Beispiel bei den Kinderkulturtagen in Buckau, Team 20.